In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb der Class 395 Javelin geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Um den Führerstand zu aktivieren, stecken Sie den Hauptschlüssel ein. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Schließen Sie die Türen, bevor Sie Leistung aufschalten mit der Class 395, sollten Sie sicherstellen, dass auch Strom verfügbar ist. In der oberen linken Ecke des Hauptteils des Führerpults können Sie die Line Volt und die MCB-VCB-Anzeigen sehen. Wenn Line Volt aufleuchtet, bedeutet es, dass Strom vorhanden ist. Wenn es nicht aufleuchtet, drücken Sie den CTRL-Knopf, um die Stromabnehmer zu heben, wenn Sie unter der Oberleitung stehen, oder drücken Sie den Gleichstrom-Knopf, um die Stromschienenschuhe auf die Stromschienen zu legen, wenn Sie Stromschienen sehen. Wenn MCB-VCB aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Leistungstrennschalter, auch Hauptschalter genannt, offen ist, was bedeutet, dass dem Zug kein Strom zur Verfügung steht. Im Augenblick leuchtet Linevolt auf, also können wir fortfahren. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Fahren Sie eine Runde auf der Strecke, um sich mit den Steuerungen vertraut zu machen. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Die British Rail Class 395 Javelin ist ein Hochgeschwindigkeitsmehrsystem-Elektrotriebzug, der sowohl mit Stromschienen als auch mit Oberleitungsstrom betrieben werden kann. 29 Javelins wurden zwischen 2007 und 2009 in Japan von Hitachi gebaut, für den Einsatz im inländischen Channel Tunnel Rail Link CTRL-Dienst. Die Class 395 kann unter Oberleitungsstromnutzung eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Meilen pro Stunde erreichen. Unter Nutzung der Stromschiene erreicht sie bis zu 100 Meilen pro Stunde.
Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um den Zug zu einem sanften Halt zu bringen. Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Türfreigabe benutzen, um die Türen zu öffnen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.